Ja, in Würzburg ist der Profifußball zurück. In Chemnitz soll er langfristig bleiben. Und dafür musste das Stadion umgebaut werden. In der Sommerpause ist da schon einiges passiert. Aber es ist noch lange nicht alles fertig. So soll es dann mal irgendwann aussehen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Momentan ist es eine Baustelle, vor allem die Haupttribüne, an der die Kicker heute vorbei mussten. Ja, mit den Stollenschuhen über dem Bauschutt. Das braucht man auch nicht unbedingt vor einem Spiel. Sind aber alle heil auf dem Rasen angekommen. Und die 9.100 Zuschauer freuten sich zumindest über die Eröffnung der restlichen drei Tribünen. Was fehlt da noch in der Architektur des Erfolgs? Ay Galay, na klar, der sportliche. Dafür soll vor allem er sorgen, Anton Fink. 86 Tore in der dritten Liga. Kein anderer hat so viel. Er ist der Star der ganzen Liga. Gestern 28 geworden, heute gefeiert von Block 6. Blau gegen Blau. Rostock in Dunkel gegen Chemnitz in Himmelblau. Hansa nach der Heimniederlage gegen Werder 2 unter Strom. 12. Minute. Bickel. Und da kommt Jänicke. Tobias Jänicke aus Wiesbaden nach Rostock zurückgekehrt und sofort zum Kapitän bestimmt. 24. Minute, schon wieder Bickel. Natürlich auch die Innenverteidiger vorn. Wie? Erdmann. Und da ist nochmal Ikeng. Riesenparade von Kevin Kunz. Aus einem Meter hält er den Kopfball, weil er die Hand schon oben hat. Kunz so ohne Gegentor. Der CFC war in Aalen mit einem 0:0 gestartet. 42. Minute, schon wieder Bickel. 7 Tore letzte Saison, alle mit rechts erzielt. Diesen rechten Fuß nutzt Hansa auch für Ecken. Und da kommt noch einer mit rechts, Michael Gadowski. Aus Duisburg gekommen, aber in der dritten Liga geblieben, in Chemnitz. Er hat blitzschnell reagiert, der Ball anderthalb Meter über der Latte. Und dann fällt er, aber eben nicht genug. Vielleicht fehlte der letzte Biss. Glück für den Zeigefinger von Hansa-Trainer Carsten Baumann. Zweite Hälfte. Chemnitz verteidigte sehr hoch. Ikeng verliert den Ball gegen Danneberg. Fink einfach nach vorn, so wie immer. Da ist nochmal Danneberg und Löning. Und der schießt. Schiri Storks hat genau hingesehen. Elfmeter für Chemnitz. Erdmann und Jänicke mit geharnischtem Protest. Achten Sie nur auf den rechten Arm von Hansa-Verteidiger Gröger. Der ist zu weit draußen und deshalb ist der Elfmeter berechtigt. Eine Sache für den Anton, für Fink, der sich so wohl fühlt in Chemnitz. Der in der letzten Saison 17 Mal getroffen hat, der Kapitän gegen Marcel Schuhen. 1:0 Chemnitz, 87. Tor Fink. Wenn's normal läuft, macht der die 100 voll in dieser Saison. So schießt man Elfmeter, platziert und flach. Dann hat selbst ein gut spekulierender Torhüter keine Chance. Anton Fink, im Dezember heiratet er Freundin Jasmin. Dass er das CFC-Logo küsst, ist keine abgegriffene Geste. Der hätte durchaus in die zweite Liga wechseln können. Chemnitz feiert noch das 1:0. Das Spiel geht weiter. Rostock. Mit Ikeng, mit Jänicke und schon feiert Hansa. Mit 13 kam er aus Neubrandenburg nach Rostock. Jetzt mit 26 aus Wiesbaden nochmal. 3-Jahres-Vertrag, diesmal will er bleiben, Jänicke. Und sie haben ihn so gern aufgenommen. Er lässt Nanzig aussteigen und dann mit links, beidfüßig stark, Tobias Jänicke. In 66 Sekunden fallen 2 Tore. Aber ein Unentschieden ist beiden nicht genug. Anton Fink schon wieder. Aber diesen Trick kann selbst er kaum wiederholen. Aber so hat er Platz. Und in der Mitte ist auch einer frei. Löning! Frank Löning, so laufstark, immer anspielbar. Sein erstes Kopfballtor für Chemnitz gelingt ihm allerdings nicht. Aber auch Hansa wollte den Sieg. 86. Minute. Nochmal Bickel. Auf Gardowski, verfolgt von Endres. Gardowski macht er gut, aber nicht sehr gut. Ein Unentschieden muss beiden doch am Ende genug sein. Chemnitz-Rostock 1:1. Ja, und am nächsten Sonntag darf Borussia Dortmund dann über die Baustelle auf den Rasen laufen. In der ersten Pokalrunde ist der BVB in Chemnitz zu Gast. So, wir schauen noch mal auf alle Ergebnisse der dritten Liga. 1:1.